Lieben, heute machen wir zusammen Zucchini-Puffer. Und zwar kann man die mit Kräuterquark-Dip machen. Ich habe von gestern, also wir haben gestern gegrillt und wir haben ziemlich viel Tzatziki noch übrig und das schmeckt wunderbar zusammen. Fangen wir doch mal an. Was wir dazu brauchen, sind 500 Gramm Zucchini in Stücke geschnitten, 2 Zwiebeln, 100 Gramm Mehl, 4 Eier und halber Teelöffel oder ein halb Teelöffel Salz und 4 Prisen Pfeffer. Die Zucchini kommen in den Mixtopf und werden 7 Sekunden bei Stufe 4 zerkleinert. Die Zucchinis werden jetzt in den Gabkorb umgefüllt. Die Zucchinis drücke ich mal ein bisschen nach unten, dass der Saft abtropft. Nun kommen die Zwiebeln in den Mixtopf und werden 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Die Zwiebeln kommen jetzt zu den Zucchinis. Oh, jetzt kommen die drehen. Mixtopf einsetzen und jetzt kommt das Mehl, die Eier, Salz und Pfeffer rein. Machen wir zu und 15 Sekunden auf Teigstufe vermischen. 15 Sekunden Teigstufe aktivieren. So. Jetzt kommen die Zwiebeln und Zucchini wieder dazu. Und das Ganze 15 Sekunden auf der 15 Sekunden Linkslaufstufe 2. 15 Sekunden Linkslaufstufe 2. Das ist das dazu. Das war's erstmal. Dann nehmen wir eine Pfanne, erhitzen ein bisschen Fett und
werden die Puffer goldbraun anbraten. So sehen die Puffer aus. Wie gesagt, ich habe einfach Tzatziki dazu genommen. Und man könnte auch nach Belieben Knoblauch, Kräuter reinmachen. Aber so schmeckt es auch ganz gut. Bis zum nächsten Mal, eure Anna.